Hey ho, meine lieben Freunde. Ja, der Tobi ist wieder hier und ja, was haben wir eigentlich letzte Folge gemacht hier in Yu-Gi-Oh? Ach ja, wir haben ja Deck gebaut, ne? Zauberfritzen habe ich das dann letztendlich genannt, ne? Es ist noch ein bisschen anders geworden als als ich es dann am Ende der letzten Folge hatte, wo ich dann so ein bisschen abrupt geendet habe. Ich habe noch ein Synchro-Package reingemacht, ne? Ich habe hier so ein Gerümpel-Synchronisierer reingemacht, der geht ja. Wir haben ja ein paar Level 2, ne, die wir dann aus dem Friedhof zurückholen können. Das geht doch, oder? Blöd-Blöd-Monster der Stufe 2, ne? Das ist nicht beschränkt auf irgendeinen Typen oder irgendwas. Und noch den Fabled Raven haben wir auch noch reingemacht. Einfach weil ich ja auch ein Chaos-Thema in dem Deck habe, ne, mit Chaos-Hexe und das ist ein Lichtempfänger. Geht eigentlich ganz gut rein, ne? Männchen mal. Ich hatte mir noch, ich glaube, die habe ich noch gar nicht reingemacht. Das habe ich offscreen gemacht. Ich habe ein bisschen nachgeguckt. Okay, bevor wir das machen, zeige ich euch mal, ich habe mir noch so ein lustiges anderes Deck gemacht offscreen. Das nenne ich Snakes und es ist absoluter Krebs. Das ist ein absolutes Ranzdeck. Das basiert auf dem Giftsumpf und den Venom-Karten halt. Auf diesen Giftschlangen, die wir alle aus Tactical Evolution bekommen haben. Und ich habe mal nachgeforscht, stellte sich raus, in dem Spiel fehlt die Hälfte des Archetypes. Die sollten alle in dem Tactical Evolution Booster drin sein, aber in dem Spiel ist es so, in den Booster Packs sind nicht immer alle Karten drin. Das heißt, so manche sinnlosen Monster, wie diese ganzen uralten normalen Monster und so, sind halt einfach nicht im Game. Dazu kommen halt, dass es einfach zwei Monster von diesem Venom-Archetype fehlen. Das heißt, uns fehlen quasi sechs Karten. Und jetzt muss sich das Deck irgendwie mit anderen sinnlosen Reptilmonstern auffüllen. Und es sieht scheiße aus. Es wird sich bestimmt scheiße spielen, aber ich muss es ausprobieren. Und was dazu noch kommt. Ne, genau, hier Zauberfritzen. Lesen. Das Deck mit drei Defendern drinnen. Das ist es, was ich will. Warum hatte ich denn das Alter ausgewählt? Wo war das Alter? Ich hatte das so überspeichert, ne? Genau. Hier, drei Defender. Defender ist auch so eine Karte, die man nicht durch Packs bekommen kann, habe ich rausgefunden. Die habe ich mir mit Passwort geholt. Also ein Passwort und dann kostet die 600 DP. Ja. Könnt ihr nachgucken überall, wie. Das Passwort ist halt die Seriennummer von den Karten. Habe ich mir offscreen ein paar DP gefarmt. Ich habe einfach nur Strukturduelle gemacht mit Decks, die wir schon gemacht haben. Es sind nicht wirklich was verpasst. Aber das wäre dann wieder irgendwie eine ganze Folge gewesen und ne, wir hängen schon 100 Folgen rum. Ich würde sagen, wir probieren mal unser Zauberfritzen-Deck aus. So, gegen wen haben wir denn noch nicht gespielt von den Typen hier? Haben wir gegen ihn schon? Ne. Fukuoka. Ach, dann mal los. Zeit dafür ein Duell. Das war. Alter, mach den Mund zu, bitte. Leicht gewürzt. Leicht gewürzt sieht der Typ auch aus, ne? Also, der hat Spaß am leicht gewürzt sein. Das haben wir tatsächlich mal verloren, den Coinflip. Also, Coinflip ist eine sehr Schere, Stein, Papier. Ein Coinflip wäre realistisch, aber, naja, das kann man nicht haben, ne? Das ist halt einfach irgendwie auch ein ziemlich Backrow-Heavy-Deck, ne? Wir haben sogar den Verteidiger auf der Hand. Das Interessante ist, er hat zwar 2000 Verteidigungspunkte, aber wenn wir ihn setzen, kriegt er, soweit ich weiß, keine Marke. Müssen wir später mal ausprobieren, wenn wir noch einen ziehen. Das ist halt das Dumme dran. Man würde ihn gerne in Verteidigung spielen, aber man darf ihn nicht in Verteidigung spielen, weil er sonst, glaube ich, keine Marke kriegt. Und im Anime, es ist schließlich nicht der Anime hier, wo man Monster einfach in offener Verteidigungsposition spielen darf. Was ist das denn? Jäger, Jagddrache? Na komm. Wozu haben wir diese ganzen Fallenkarten? Jagddrache, der einfach ein random Jagddrachen, was auch immer. Sein Deck ist ausgelegt auf Lebenspunkte. Und ist auch noch ein bisschen so Lack dabei, ne? Bin ich mal gespannt.
Was hätte ich denn jetzt für einen Effekt aktivieren können? Was war das Spiel denn jetzt von mir? Ah, egal, wirklich den Adligen der Auslöschung drin? Bin eigentlich kein. Das ist auch wieder eher so eine Sideboard-Karte, die man gegen defensive Decks spielt. Ja, mir soll es recht sein. Ich habe auch dieses komische Monster-Tor hier in dem Deck drin, ne? Also ich bin mal gespannt, was das macht. Ich glaube, das ist halt seit Urzeiten verboten. Eigentlich. Vielleicht bilde ich es mir auch ein. Das ist halt, in Magic würden wir das einen Pool. Angriff der in die Enge getriebenen Ratte. Sowas ist drin in dem Spiel, aber nicht meine komischen Snake-Schlangen-Venom-Karten. Falls ein normales Monster für 3 oder niedriger kämpft, das du kontrollierst, kannst du während des Damage Steps Life Points in Vielfachen von 100 zahlen. Die Angriffe des Monsters deines Gegners werden bis zu Ende Phase, die du gezahlt hast. Du kannst nicht mehr Life Points zahlen als die Angriffe des Monsters. Das ist quasi ein Honest-Effekt, der Life Points kostet. Ich würde ja gerne den Effekt verwenden. Der hat jetzt unseren Angriff reduziert. Dieses nicht erhöht den Angriff. Ich habe das extra gelesen, den Effekt. Jetzt muss ich nachgucken. Falls während des von ja, deines Gegners werden doch reduziert. Okay, vergesst alles, was ich. Das ist überhaupt kein Honest hier. Also aufrichtig. Ah, guck da mal. Jetzt können wir gleich mal hier. Die Liga der Uniform Nomenklatur. Ja, Nomenklatur, wichtig, wichtig. Um diese beschwöre so viele Monster mit dem gleichen Namen wie das gewählte Monster aus deinem Deck wie möglich. Das ist eigentlich ziemlich cool, aber. Das Problem ist, es bringt ihm jetzt nicht wirklich drei Flammenwachen zu haben, ne? Weil es ein Empfänger ist. Er hat überhaupt kein Extra-Deck, merke ich gerade. Bringt sie mir tatsächlich noch weniger. Wir setzen den mal, ne, um meine Theorie zu überprüfen. Kann er das immer machen? Immer, wenn ein Monster kämpft. Ne? Ist sowas. Machen wir einfach weg die Karte und dann haben wir kein Problem mehr damit. Wozu haben wir denn MST im Deck? Ich glaube, wir haben wenig Spell und Trap Removal nur in dem Deck. Ne? Mit MST und Heavy Storm haben wir. Ich glaube, der Staub drin hat oder er ist im Side-Deck geblieben. Der Adlige, der kann nur verdeckte Verteidigungsmonster, ne? Ja. Oh, auch verdeckte Angriffsmonster, ne? Zerstöre ein verdecktes Monster. Es gibt ja diese eine Meme-Karte, ne? Die... Gale... Ich weiß nicht, wie sie heißt. Irgend so eine Karte, die ein Monster einfach nur verdeckt reden lässt. Und das heißt, mit der kann man... tatsächlich ein Monster in verdeckte Angriffsposition bringt. Aber ich glaube, das geht auch inzwischen nicht mehr, ne? Seit Linksformat haben sie irgendwas gemacht. So, jetzt flippe ich den mal, um zu gucken. Nope, kein Counter, also merkt euch das. Wenn ihr Defender spielt. Jetzt können wir hier ewig und 3 Tage wieder das Duell rauszögern, weil wir nicht an 2000 Verteidigungen vorbeikommen. Und uns fehlen auch irgendwie so die spontanen Zauberkarten, die wir mal einfach mal so raushauen können, um jetzt mal den erfahrenen dunklen Magier auch hochzustecken. Okay, unser Gegner hat wieder mal Lack gesoffen und dreht seine Monster in Angriff. Wahrscheinlich hat er wieder seine weirde Fallenkarte, aber ne, er bringt sich ja damit ja nur selber um. Greif ruhig an, Kollege. Ich bin gespannt. Zur Not habe ich noch eine Fallenkarte. Jupp, ist wieder die komische Ratte. Sowas muss im Spiel sein, oder was weiß ich, aber nicht meine komischen Giftschlangen. Kann ich nur immer wieder erwähnen. Dabei wollte ich euch doch so das Full Power Venom Deck zeigen. Jetzt habe ich Karten drin, die überhaupt nicht synergieren mit dem Deck und die einfach nur drin sind, weil sie Reptilien-Typ sind und wir halt Reptilien-Support-Karten. Oh, guck mal, Monster Gate. Die wollte ich ja mal ausprobieren. Taktik des Massenangriffs. Was ist das schon wieder? Damit holt er sich noch mehr komische. Low-Level-Normal-Monsters, dachte ich. Wähle eine Anzahl von normalen Monstern in Stufe 2 oder niedriger aus deinem Deck, die der Anzahl deiner normalen Monster der Stufe 2 oder niedriger
das Kampf, bla bla, es ist irgendwie, es ist eine Comeback-Karte quasi. Dass man nicht so viel Feldpräsenz verliert. So, wir opfern nochmal den Defender und gucken mal, was wir kriegen. Ah, dunkler Magier. Das hat sich ja gelohnt. Wir hätten auch, was weiß ich, rachsüchtiger Magier bekommen können, nur aufgeflippt, wo überhaupt nichts bringt und... Also wir hatten schon Luck. Ach ja, jetzt kommt wieder die... Du kannst gar nicht so viele Punkte zahlen, Kollege. Ja. Wir haben mal wieder einen absoluten Duellgott gefunden. Also der Typ, der überbietet ja jetzt schon alles, ja. Ich dachte, die NPCs wären mal ein bisschen stärker. War das nicht dieses Spiel? Ich weiß noch, ich glaube in der 2011er-Version, da standen schon im Anfangsdorf Typen rum, die einen platt gemacht haben. Das weiß ich noch. Da standen irgendwie vorm Saloon standen so zwei Typen. Der eine hat ein Chaos-Deck gespielt und der andere irgendwas mit Cyberdrachen. Kann auch derselbe gewesen sein. Und die haben einen richtig platt gemacht, wenn man nur das Starter-Deck hatte. Andere NPCs in dem Dorf waren nicht so übel. Aber für die musste man tatsächlich später zurückkommen. Und hier ist irgendwie bisher nicht wirklich was passiert. Nein, das ist ja fürchterlich. Ja, ganz fürchterlich. So. Wir haben auch noch Blister, ne? Der wohnte doch hier. Wir wollten auch mal. Blister war da der erste, den wir gefunden haben. Oh, Duell gegen den. Der spielt doch auch nur diese komischen Gearframes? Nee, hey, you say was. Nee, you say was geht. Mit dem magischen Computer. Blister hat uns viel geholfen. Also sollten wir ihm den Gefallen. Ah, ja. Ja, das hatten wir schon mal, ne? So. Du. Oh Gott, wie ging der? Du wirst ein Duell? Klingt gut. Versuchen wir es. Bei mir ist es aber schon eine Weile her. Oh. Wenn er jetzt wirklich uralte Karten aus Legend of Blue Eyes spielen würde, dann würde ich sagen, Blister, der hat nur 850er Power. Nee. Ich zeige dir meinen Duellstil. Ich glaube, seine Stimme, ich habe mir das letzte Video mal angeguckt, dann ist gar nicht so gut rübergekommen. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu leise geredet habe. Das kann natürlich sein. Es ist nicht immer ganz einfach mit der Lautstärke. Maschinenwesen-Antriebsrahmen. Aber wenn ich das dann schon merke, könnte ich sie dann eigentlich beim Bearbeiten auch irgendwie hochstellen. Aber sagen wir mal so, ich habe keine Ahnung davon. Alles, was ich kann, sind lustige Thumbnails, basteln. Nicht mal das wirklich gut. Ne, Maschinenwesen, genau. Machina Gearframe. Irgendwie hatte ich es dann doch noch richtig, aber das ist ja der Antriebsrahmen, ne? Das ist ja irgendwie der Kickstarter. Wenn diese Karte als normal beschworen wird, kannst du in deiner Hand ein Maschinenwesen-Monster außer Maschinenwesen-Antriebsrahmen von deinem Deck hinzufügen. Wenn man pro Spielzug während deiner Mainphase kannst du ein Monster für die Maschine das holen. Diese Karte aus Ost. Ach du Kacke, na gut. Okay, ist einfach ein Stratos für einen Arkteil, den niemand spielt. Ach du Kacke, die Festung. Ja, da... ich wusste, dass man die Special Summoning Condition nennen kann. Eieiei. Wie macht man das jetzt am besten? Was war das? Ein Monster von... Ich kann auf dem Frequenz... Ein Monster von... Also speziell von einem Deck. Aber weniger ATK. Wenn ich Breaker spiele oder den hier... mit Mage Power aufrüste, das müssten 1000 ATK sein, ne? Wenn ich den Emporkömmling Goblin verdeckt spiele. Dann müssten wir über die Fortress drüber kommen. Es sei denn, die hat jetzt noch einen Effekt, den ich vergesse. Und ich glaube, die hat einen. Du kannst Monster vom Typ Maschine abwerfen, deren gemeinsame Schuh von deinem Hand oder deinem Friedhof zu beschwören. Ach, die kommen auch vom Friedhof zurück, ne? Ich kam zu einem Friedhof und zerstöre sie. Das Gegner dann wirft eine Karte aus der Hand ab. Das ist tatsächlich ein ziemlich nerviges Bossmonster. Es hat, ich will jetzt nicht sagen, eine Form von Protection, aber es hat zumindest... Es macht nochmal einen Boom, wenn es zerstört wird. Also würde er wahrscheinlich unser Monster zerstören und dann stehen wir erstmal ohne irgendwas da.
Und da helfen uns auch die Mystic Knights nicht. Erinnert ihr euch noch an die Mystic Knights? Das waren nur Zeiten, holy shit. Ich komme mir alt vor. Das war irgendwie 1990, ne? 1998 oder 99? Ich bin letztes Mal wieder auf das Intro gestoßen von dieser komischen Serie. Mystic Knights have come. Ja, und dann habe ich rausgefunden, dass es von der Kelly Family ist. Bin kein Fan von der Kelly Family. Ach du Scheiße, der hat. Ach so, nee, kann er ja auch vom Friedhof, ne? Holy shit, OTK'd er uns jetzt? Ja, sieht ganz so aus. Mach noch ein paar mehr Effekte, Blister. 850er Power, ist richtig. Reicht das für ein OTK? Und wenn es nicht reicht, dann haben wir wahrscheinlich nicht so eh nichts Besseres als eine komische Festung, ne? Das ist halt, aber wir hatten auch wieder Pech, dass er wirklich, oder er hatte Glück, dass er die zwei Keykarten seines Decks hatte, ne? Denn wenn er irgendwie so nur den Sniper oder was hat, den er vorhin gespielt hat, dann macht er nicht viel. Er braucht schon den Antriebsrahmen, um sich den... Ach, wir haben ja noch den Upstart-Goblin, ne? Mal gucken. Nee, das hilft uns hier eher wenig. Da bin ich ganz ehrlich. Ja, ne? Nur so kann's kommen. Ja, wir hauen mal pro forma noch ein bisschen. Warum kann ich den jetzt nicht angreifen hier? Ach so, wegen dem Sniper, ne? Ja, der hat halt wieder nur so einen total generischen Effekt, während halt dieser Antriebsrahmen halt das Kernstück quasi ist, sonst macht das Deck halt gar nichts. Der Soldat kann, glaube ich, auch nichts, ne? Dann muss er schon dann halt schon außer Maschinenwesen Soldat. Ah, nee, das ist schon gar nicht so übel. Die Festung, die ist wirklich OP. Man sollte halt meinen, dass er dafür in ein massives Handminus gehen würde, ne? Aber geht er halt irgendwie nicht, ne? Er muss Karten abwerfen, die zusammen Stufe 8 haben. Das heißt, er muss ja mindestens mal 2 abwerfen. Aber hat er irgendwie nicht, ne? Er hatte wieder... Müsste mal gucken, was das war, was er am Friedhof hatte, ob man das für mehr einsetzen kann. Hey, ich bin gar nicht so aus der Übung, wie ich dachte. Nee, aber jetzt machen wir dich aber platt. Vielleicht ist unser Zauberfritzendeck auch einfach kacke. Aber hey, solange wie es 1900er Beatsticks hat, kann man eigentlich nichts dagegen sagen, ne? Okay, die Hand sieht ziemlich gräblich aus, bin ich mal ganz ehrlich. So, haben wir denn... Ne, wir haben ja nur... Finsternismonster. Ich habe geguckt, ein paar mehr Lichtmonster reinzumachen. Das Problem ist, es ist nicht ganz ausgeglichen. Wir haben ein paar mehr Finsternismonster. Ah ja, gucke mal an. Unser alter Freund. Gut, dass wir diesmal einen Deep Prison haben. Damit können wir den banishen, dann sollte uns kein Problem mehr machen. Man hat ja schon wieder nur eins abgeworfen, oder habe ich irgendwas überlesen? So, auszubildende Zauberin. Wir haben leider nicht so viel, was wir damit abusen können, ne? Wir können... nochmal dieselbe holen, quasi zum Deck ausdünnen. Oder wir holen rachsüchtige alte Magier. Denn ich hätte gerne Magier des Glaubens gespielt in dem Deck, ist aber verboten. Viel zu OP. Okay. Hat mich genext levelt, der greift mich rein an. Ich dachte, weil er eine dumme KI ist, greift er rein an, aber hey, da muss ich ihm ein bisschen Credit dafür geben. Was ist denn das? Short Recycler. Wenn diese Karte... Warte mal. Du kannst Monster vom Typ Maschine abwerfen.
deren gemeinsame Stufe 8 oder mehr entspricht. Aber das sind doch nicht 8. Habe ich was verpasst? Wenn diese Karte das nochmal von deinem Deck werden und auf den Friedhof legen. Aber du kannst vom Typ Maschine für den Friedhof ins Deck zurücklegen. Eine Karte, das aktiviert und ich habe es nicht gemerkt. Möglich. Aber bisher habe ich ihn noch nicht einmal zwei Maschinenmonster abwerfen lassen. Ich habe es, glaube ich, schon zum dritten Mal. Oder wenn diese Karte... Die kann sich nicht vom Friedhof specialen, ne? Das wäre... Irgendwann hört es auch mal auf mit den Effekten. So, aber wir machen das erstmal Heavy Storm, ne? Denn deswegen habe ich... Angst, ein Young ist hier. Ja, von mir aus aktiviert die Kacke doch. Haben wir halt keine Battle Phase. Obwohl, ne, eine Battle Phase haben wir. Wir dürfen nur keinen Angriff deklarieren. Das ist ein Unterschied, meine Freunde. Hätten wir jetzt irgendeinen Effekt, den wir nur in der Battle Phase machen könnten, dann könnten wir den verwenden. So, und da wir... Ich hätte erst den Magier hier spielen sollen, bevor ich hier wie Storming spiele, dann hätte man eine Zauberzählmarke gekriegt, ne? Wer weiß, vielleicht wäre es nochmal relevant geworden. Ich würde sagen, wir flippen den jetzt hier und zerstören mal seinen Gear Frame. Maschinenwesen, Antriebsrahmen. So, und wenn er dann nächste Runde angreift, können wir sein Monster banishen. Und dann sind wir mal am Drücker. Nicht Blister, du Arsch mit Ohren. Meine Lieblingsbeleidigung, Arsch mit Ohren. So, du einfach gar nichts zulassen. Nix. Wir sind das Richtige. Wir hätten uns die bodenlos eigentlich aufsparen können. Der Sniper, der Scharfschütze, der macht dann wirklich nicht viel. Und wenn er noch eine Festung hat, dann sehen wir schon wieder ziemlich alt aus jetzt. So. Ah, magischer Zylinder, natürlich auch gut. Und ich hab's auch irgendwie immer mit den Bricks in unseren Decks, ne? Das habe ich den schwarzen Magier auf der Hand. Den ich zwar spielen könnte, aber... Das wäre sogar mehr Schaden gewesen, ne? Warum habe ich ihn nicht gespielt? Ja. Und den Chaos-Hexer ohne die Chaos-Voraussetzungen zu haben. Wir haben später deine Panzereinheit. Das Ding bringt dir gar nichts. Oh, Moment, wir kriegen für gegnerische Zauber auch? Das ist ja cool. Das wusste ich gar nicht. So, und jetzt kann er den sogar aktivieren, ne? Tja, Blister, hättest du es irgendwie... Er hat gerade ein Flip-Monster gespecialt. Was wollte ich sagen? Tja, Blister, wenn du jetzt irgendwie... Ne? Ein XY-Monster spielen würdest oder irgendwie einen Empfänger gehabt hättest, ne, dann hättest du doch da... Ich glaube, Maschinenwesen hat keinen Empfänger, ne? Der darf doch nur ein Maschinenwesen-Monster holen, ja. So, wir haben nochmal den dunklen Magier gekriegt. Es gibt auch den erfahrenen weißen Magier, ne? Dann könnte ich auch noch rein splashen, wenn wir den hätten. Der holt dann Buster Blader. Wir werden wahrscheinlich keinen Buster Blader spielen, aber halt nur für Chaos-Sachen, ne? Also Licht- und Finsternis-Monster. Aber ich glaube, da gibt es auch bessere Karten, die man rein splashen kann, dann noch ins Deck. Kommandant Covington, was ist so eigentlich auch so eine... Es gibt mehrere Karten, glaube ich, die den speziell den suchen. Und Maschinenwesen, Verteidiger, die du kontrollierst auf den Friedhof... Ach ja, weil er damit sein Bossmonster, sein in Anführungsstrichen Bossmonster holen kann, wenn er das Ding, was noch den Soldat und den Panzer hat, dann kann er Streitmacht holen. Streitmacht ist aber, würde ich sagen, ein wesentlich schlechteres und unflexibleres Bossmonster als die Festung. Denn es ist eigentlich, glaube ich, nur ein fetter Beatstick irgendwie mit über 4000 Angriffspunkten, der aber irgendwie keinerlei Protection hat. Also wir können den dann einfach mit unserer Fallenkarte... Oh, guck da mal an, Monstertor. Mal sehen, was wir diesmal kriegen. So, wir wählen dich als Tribut. Zack, weg, weg, weg. Oh, wir melden unser Breaker. Wir haben quasi, der wird gespecialt, ne? Das heißt, er kriegt keine Marke. Okay, Monstertor.
jetzt nicht so die krasse Synergie mit unserem Deck, will ich mal sagen, ne? Ich glaube, die mache ich wieder raus. War mal lustig, die einzusetzen. Ich weil bei Magic gibt es ja auch so Polymorph-Karten, ne? Ich spiele ja immer Magic, ne? Ich habe ja sogar schon Magic-Videos gemacht. Am Anfang, um wieder mal ein bisschen reinzukommen in das Let's Play-Feeling. Jedenfalls. Ach, das ist auch noch ein. Ja, wir müssen uns ein Maschinenwesen-Deck machen. Merk schon. Das hat viel zu viel Consistency für mich. Ich spiele nur Hexer-Decks, wo wir quasi off the top leben, ne? Von oben von unserem Deck runter leben wir da, ne? Wir top-decken quasi die ganze Zeit. Was wäre eine gute Phrase für top-decken im Deutschen? Wir spielen oben von unserem Deck runter. Naja, das ist irgendwie dumm. Ich habe wieder überhaupt nicht aufgepasst, was er gemacht hat. Er hat wieder irgendwie... Ach, das ist wegen seiner komischen Zauberkarte, ne? Da darf er sich immer irgendwie Backup-Monster holen. Und jetzt recycelt er seine Monster. Darf ein paar Karten ziehen und darf die dann noch weiter holen mit seinem... So ein Union-Monster der Stufe... richtig techy hier. Er hat richtig Unions-Tech und alles drin, ey. Ich bin richtig begeistert von seinem Deck. Jetzt holt er sich irgendein... Ach, das Vieh ist ein Union-Monster. Stimmt, das kann sie ja ausrüsten. Durfte er sich jetzt nicht suchen? Nee, ist auch nur auf Normal Summon, ne? Ah, doch nicht so eine gute Synergie. Ah, wir haben den magischen Zylinder. Stimmt. Warte mal, der greift jetzt an... Habe ich wieder irgendeinen Effekt vergessen von dem Teil? Ne, da will sich wahrscheinlich nur einen was suchen, ne? Ah, Limiter Removal. Natürlich. Verdoppelt deine Angriffspunkte. Gut, dass wir, ne? Schlaues Köpfchen sind und schon den magischen Zylinder bereithalten. Quasi der Counter gegen Begrenzer entfernen. Als ob der jetzt auch noch OP-generische Maschinenkarten hat. So, jetzt aber sein ganzes Feld weg, ne? Hätte er mal aufgepasst. Der hätte uns. Ich weiß nicht. Es war nicht gerade die beste Anwendung von Begrenzer entfernen, ne? Er hätte uns schon irgendwie OTK'en müssen damit. Ich habe mal vor, im letzten Duell hätte er auch noch Begrenzer entfernen gehabt. Da hätte er uns ja richtig, ja, fünfmal overgekillt. Ah, guck doch mal, wir haben endlich mal einen Lichtwurzel gezogen. Jetzt, wo es eh schon ziemlich Wurst ist. Er kriegt nicht mal Searches auf, ne? Nee, durch Kampf. Ja, klar, sonst hätte er sich ja was gesucht. Ja. Vielleicht habe ich ihm doch ein bisschen zu viel gelobt für die Decksynergie, die er hat. Das ist vielleicht doch gar nicht mal so geil. Ich war noch bei den Polymorph-Effekten, ne? Da gibt es auch Polymorph-Effekte. Wie macht man? Man opfert was und dann geht man quasi von top auf seinem Deck, bis man halt eine andere Kreatur findet und darf die halt for free ins Spiel bringen. Und das Interessante ist bei diesen Decks, dass man baut die wirklich so, dass man immer irgendein OPs Viech kriegt. Irgendwas, was quasi das Spiel in einer Runde beendet. So ist unser Deck leider nicht aufgebaut. Und ich weiß auch nicht, es gibt bestimmt irgendwie Wege, das zu machen, aber es ist wahrscheinlich ziemlich inconsistent. Und die Polymorph-Decks in Magic, die kriegen das tatsächlich ziemlich consistent hin. Mann, ich bin wohl einfach... Oh, nee, Moment. Mann, ich bin wohl einfach noch zu sehr eingerostet. Das war jetzt schon wieder ein bisschen anders als vorher. Aber das ist ja irgendwie schon der Gag, ne? So, haben wir uns ein bisschen duelliert, ne? Wie gesagt, die nächsten 100 Folgen werden wir uns noch weiter duellieren. Und ich muss jetzt die ganze Zeit an Mystic Knights denken. Ach, du Scheiße. Ja, bis zum nächsten Mal.